Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde in diesem Video die NCV-Testfunktion des PTEC 2432 zeigen, und zwar durch Messung an einer Hängelampe, an einem Laptop, an einer Steckdose mit einem WLAN-Verstärker, an einer Stehlampe. Und schließlich werde ich das elektromagnetische Feld einer Mikrowelle damit prüfen. Zunächst ganz grundsätzlich zur NCV-Messung mit dem PTEC 3432, indem ich das Gerät einschalte, geht es in den Modus, in dem es eine Sicherung finden möchte. Das ist nicht zur NCV-Messung geeignet. Die NCV-Messung, NCV bedeutet Not Connected Voltage, misst tatsächlich keine Spannung, sondern ein elektromagnetisches Feld. Um dieses zu messen, drücke ich hier oben auf die Taste und muss die Taste gedrückt halten. Jetzt detektiert der PTEC das elektromagnetische Feld, das von diesem Stecker ausgesendet wird. Es wird durch eine rote LED und durch einen entsprechenden Ton angezeigt. Die NCV-Messung an dieser Hängelampe. Im Bereich der LED-Leuchten ist kein elektromagnetisches Feld zu messen. Auch an dem vorderen Seil messe ich kein elektromagnetisches Feld. Die beiden hinteren Seile, hier eindeutig zu erkennen, liefern die elektrische Energie für die LED-Lampe. Interessant sind auch die Messungen am Laptop. Das Gerät ist im Moment nicht hochgefahren und nicht ans Netzteil angeschlossen. Und trotzdem kann ich eine gewisse elektromagnetische Strahlung feststellen. Auch im Bereich des Monitors ist diese feststellbar. Stecke ich nun das Netzteil ein, so ist die elektromagnetische Strahlung viel stärker. Den Netzstecker ziehe ich wieder, schalte den Laptop ein und auch jetzt ist schon deutlich klarer eine elektromagnetische Strahlung festzustellen. Sie ist aber nicht so stark wie in dem Fall, dass das Netzteil eingeschaltet ist. Nun zu Messungen an einem WLAN-Verstärker. Bei Annäherung an den Verstärker werde ich sehr bald eine elektromagnetische Strahlung messen können. Die ist recht stark, denn es ist ja auch die Aufgabe dieses Verstärkers, ein elektromagnetisches Feld auszusenden. Hier an der Steckdose wird auch noch etwas angezeigt. Allerdings messe ich tatsächlich hier immer noch die Strahlung des Verstärkers. Ziehe ich nämlich den Verstärker ab, so kann ich im Bereich der Steckdose keine Strahlung messen. Es ist also so schon gar nicht überprüfbar, welcher der beiden Kontakte hier den Außenleiter führt. Da hier kein Strom fließt, ist tatsächlich kein elektromagnetisches Feld messbar, was mich tatsächlich an dieser Stelle auch etwas überrascht. Interessant sind auch die Messungen an dieser Lampe. Der Schalter für diese Lampe befindet sich hier in diesem Bereich. Messe ich nun, so kann ich an der Lampenkonstruktion ein elektromagnetisches Feld messen. Oben im Bereich der abgeschalteten Lampe ist allerdings nichts messbar. Das heißt, dass der Stecker sich im Moment so in der Steckdose befindet, dass tatsächlich der Außenleiter geschaltet wird. Drehe ich den Stecker um, so kann selbst bei abgeschalteter Lampe an der Konstruktion und auch im Bereich der LED
ein elektromagnetisches Feld gemessen werden. Daher nun der Neutralleiter geschaltet wird und somit der Außenleiter bis oben in die Elektronik der LED hineinführt. Bei eingeschalteter Lampe ist natürlich immer im Bereich der LED und auch der Konstruktion ein elektromagnetisches Feld messbar. Damit zur Mikrowelle. Im abgeschalteten Zustand ist selbst im Bedienfeld nichts messbar und hier natürlich auch nicht. Schalte ich die Mikrowelle ein, so kann ich weder am Bedienfeld noch vor dem Gitter elektromagnetische Strahlung messen. Das ist insofern überraschend, als dass man annehmen könnte, dass durch die Löcher des Gitters elektromagnetische Strahlung nach außen dringt. Die ist auf diese Weise allerdings nicht messbar. Das ist ein Zeichen dafür, dass die elektromagnetische Abschirmung der Mikrowelle sehr gut ist. Ja, soweit zum Thema NCV-Messung mit dem PeakTech 3432. Im nächsten Video werde ich zeigen, wie man dieses Gerät zusammen mit dem Transmitter zum Auffinden von Sicherungen verwendet. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.